Ja, wir sind schon wieder mittendrin. Hier ich mit meinem Spezi, dem Ernährungstalk, Matthias Riedl. Matthias, grüße dich. Und heute gibt's eine Spaghetti, ein klassisches Gericht. Für viele Menschen Spaghetti Bolognese, aber bei uns gibt es Spaghetti mit Linsen Bolognese. Also eine tolle pflanzliche Alternative für ein Gericht, das es wahrscheinlich in vielen Haushalten gibt, das viele Mütter ihren Kindern zum Mittag machen, damit sie wieder richtig Power haben. Und wir erklären euch heute und zeigen euch, wieso die Linse das Faustdick hinter den Ohren hat, würde ich mal sagen. Ganz genau, genau. Und geht es eine Bolognese ohne Fleisch? Ist das möglich? Kann das schmecken? Ja, das schmeckt ganz unbedingt. Und Thomas hat hier schon so ein bisschen was vorgearbeitet. Absolut. Wir haben Karottenschnitzel in die, ja, in den... Klassisch, einfach, ne? Ganz klassisch. Das, Tomatensuppe. Also man bereitet eigentlich alles relativ klassisch wie bei einer Bolognese zu. Das Detailrezept gibt es natürlich wie immer unten drunter oder in unserem gemeinsamen Kochbuch. Ihr kennt es wahrscheinlich schon. Kochen für kleine und große Champions. Ganz im Detail. Also nochmal, wir haben da Karotten drin, wir haben da eine Tomatensauce, wir haben da Zwiebeln. Angeschnitten und Knoblauch. Da kann ruhig ein bisschen mehr Knoblauch sein. Weil, je nachdem wie man es mag, aber Knoblauch und Zwiebeln sind einfach mega gesund. Aber jetzt kommt der Star. Ja, wobei diese Zwiebeln und Knoblauch, ich glaube, das ist auch unterschätzt. Das wissen viele nicht, ne? Für viele ist das ein Allerweltsgemüse, Zwiebeln. Was aber auch mal gut ist. Was auch mal richtig gut ist. Dann wandert ja doch was Gesundes, ja, auch ganz unterbewusst richtig, genau, in die deutschen Körper hinein. Ja, also die drei Lieblingsgemüse der Deutschen sind Karotten, die haben wir hier, Tomaten und auch Zwiebeln. Und das sind auch wirklich gesunde Gemüse, aber... Das ist ein bisschen einseitig, ja, wenn man sich immer nur von Karotten, Tomaten und Zwiebeln ernährt. Also die sind natürlich anti-entzündlich und super gesund. Jetzt kommen wir zu dem absoluten Star hier, die Linsen. Ja, was hast du gedacht? Ja. Spaß. Ja, kleiner Spaß. Komm flacher. Ja. Also die Linsen, magst du Linsen? Sehr gerne, mittlerweile. Also liebe Grüße an meine Mutter. Früher hätte sie mich jagen können mit den Linsen. Aber ich habe einen Fehler gemacht. Ich muss mich entschuldigen. Ich hätte viel früher auf den Zug der Linsen mit aufspringen sollen. Ich liebe Linsen. Ja. Linseneintopf in allen Variationen. Ja. Und ich habe auch gehört, es liegt ja nicht nur an den Linsen, sondern insgesamt die Hülsenfrüchte. Richtig, genau. Und davon sollten wir mehr essen. Warum? Genau. Ja. Die Hülsenfrüchte haben fast so viel Eiweiß wie Fleisch. Sie liefern aber auch noch jede Menge Ballaststoffe, von denen wir viel zu wenig zu uns nehmen. Sie machen mega satt und sie haben auch noch viele Pflanzenstoffe und Mineralien und Vitamine, die Fleisch nicht hat. Ja, ja, Matthias. Gesünder als Fleisch. Ich hätte noch eine Zwischenfrage. Und zwar, du sprichst ja wirklich viel über Proteine. Ich glaube, da können sich die Leute was vorstellen. Und über Ballaststoffe. Ja. Was sind denn Ballaststoffe? Und wieso sollten wir mehr davon haben? Weil ich glaube, Ballaststoffe sind so eine unbekannte bei den allermeisten. Genau. Also Ballaststoffe, damals hat man gedacht, da hat man denen den Namen gegeben. Ballaststoffe sind Stoffe, die der Körper einfach so wieder ausscheidet. Also Ballast, der gar keine Funktion hat. Der nicht verdauen kann. Genau, genau. Die kann er nicht verdauen. Und wir haben in der Medizin das vor Jahrzehnten nicht gewusst. Deshalb kam dieser blöde Name zustande. Aber in Wirklichkeit sind diese Ballaststoffe, die wir nicht verdauen können, für unsere gesunde Darmflora die Nahrung überhaupt. Und die stellen daraus Substanzen her. Und auch das wissen wir erst seit ein paar Jahren, die der Körper dringend braucht und die uns fit hält. Zum Beispiel stellen diese Bakterien Reparaturstoffe für unsere Nerven her, die helfen zum Beispiel Nervenschäden zu regenerieren. Nur als Beispiel. Also das heißt, das Gegenteil von Ballaststoff ist sozusagen ein hochverarbeitetes Produkt, das nur noch sehr weich ist und wo man eigentlich nur noch einen kurzkettigen Zucker reinwirft, der sofort im Blut landet. Dann hat der Körper nichts zu tun und der Darm eben auch nicht. Richtig, der Darm auch nicht und dann kriegt man Darmerkrankungen und vor allen Dingen verhungern die gesunden Darmbakterien und das ist schon bei 25% der Deutschen der Fall. Und dann fördert man damit Krankheiten und das sind alle, die wir kennen. Von der Depression bis zum Diabetes, über Rheuma, eigentlich letztlich alle Zivilisationskrankheiten. Also sehr viel Know-how. Ich müsste jetzt kurz mal die Linsen dann auch einwerfen. Genau, was haben wir denn sonst noch für Hülsenfrüchte neben den Linsen? Weil ich glaube, die Hülsenfrüchte an sich sind jetzt noch nicht so weit verbreitet. Vielleicht bei der Allgemeinheit. Also ideal ist es, sie 2-3 Mal pro Woche unterzubringen. Mhm. Das ist gut für uns. Reduziert auch den Fleischkonsum, den wir in Deutschland haben, der ja auch ökologisch nicht so besonders toll ist. Aber
Es gibt auch eben noch Kichererbsen. Kichererbsen, gut. Die laufen ja auch. Sagen wir was. Ja. In der Richtung Bohnen. Bohnen. Und ich sag mal Hülsenfrüchte light, weil sie auch relativ gut vertragen werden, sind Erbsen. Ja? Erbsen, ja, die kennen wir alle. Hm? Genau, die sind letztlich weniger eiweißreich. Das ist aber auch kein Problem. Aber es sind auch Hülsenfrüchte. Man muss sie nicht unbedingt einweichen. Alle anderen Hülsenfrüchte muss man einweichen, um die darin enthaltenen giftigen Pflanzenstoffe so weit zu neutralisieren. Das heißt, man muss ein bisschen was dafür tun, aber bei Hülsenfrüchten lohnt es sich auf jeden Fall. Ja. Und kompliziert ist es nicht. Also einweichen sollte man hinkriegen. Ne? So, wir spulen jetzt kurz vor und dann sehen wir uns gleich wieder. Hey, voilà, da sind wir wieder. Das Kunstwerk ist fast fertig. Also, zweimal Kunstwerk. Spaghetti mit Linsenbolognese. Und Vollkornnudeln. Vollkornnudeln, ein guter Punkt. Ja. Wieso Vollkornnudeln? Was sind die Vorteile? Ja, also in Deutschland schafft es kaum jemand, seinen Ballaststoffkonsum so einzustellen, wie es nötig ist, nämlich 30 Gramm am Tag. Die meisten liegen nur bei 20, Amerikaner nur bei 10. Und da es kaum einer schafft, müssen wir versuchen, bei jeder Gelegenheit Ballaststoffe zu essen. Und Vollkornnudeln sind natürlich dabei eine ideale Möglichkeit. Isst du auch pflanzlich viel? Ja, deutlich mehr als in der Vergangenheit. Das liegt vor allem an dem Wissen, das ich mittlerweile eben habe. Und ich versuche natürlich einen ausgewogenen, habe ich auch schon mehrfach erzählt, ich versuche mich sehr ausgewogen zu ernähren und da gehört natürlich das pflanzliche Protein auch dazu. Und eben das Wissen in den letzten Jahren ist bei mir persönlich und auch vielleicht rund um mich herum immer größer geworden und dementsprechend habe ich da jetzt viel mehr Alternativen. Also wenn mir vor 10 Jahren jemand so eine Pasta gekocht hätte, hätte ich da schon gesagt, da beiße ich aber mal gerne rein. Mhm. Und dementsprechend würde ich sagen, wir finalisieren, weil ich habe schon ein leichtes Hüngerchen. Ja. Und die Leute da draußen, die haben wahrscheinlich auch schon riesen Lust, das jetzt nachzumachen. Und du bist also ein Flexitarier und dazu passt auch Käse. Das Flexitarier bin ich. Zu kurze Erklärung, ein Flexitarier isst alles. Ja, isst alles, aber bemüht sich... Weil es Spaß und Sinn macht. Ja, aber bemüht sich, möglichst pflanzlich basiert zu essen. Ach so. Ne? Ja, also das ist die Basis. Also, jetzt kommt hier. Also, ja. Okay. Aber du darfst auch ein bisschen tierisches essen. Das ist tierisch und das ist ein super Topping. Also für Parmesan-Freunde, das ist nochmal Eiweiß pur, 25% ungefähr, kommt da drauf. Super Geschmack. Ich mag Eiweiß auch, aber ich mag Parmesan sehr gerne. Ich bin auch ein Parmesan-Fan. Der Geschmack, es würzt einfach nochmal gut. Ist schon irgendwie... Ich mache da immer ganz viel drauf, fast so einen halben Käse. Calcium für die Knochen und für die, die nicht alt werden wollen. Spermidin ist da in jeden Mengen drin. Was hat es damit auf sich? Jetzt werde ich neugierig. Ja, genau. Spermidin verzögert die Alterung. Und hier Weizenkleie oder auch Parmesan sind super spermidinhaltig. Also, auf geht's, nachkochen. Wir probieren jetzt mal, ob das nicht nur optisch ein Augenschmaus ist, sondern ob es uns auch richtig mal die Geschmacksknospen hier nach hinten haut oder vorwärts oder so. Dann schauen wir mal. Hm? Sieht sehr gut aus. Am Ende kommt es natürlich auch auf die Würzung an. Mhm. Und? Wie gefällt's dir? Jawohl. Perfekt. Aber wirklich gut. Mhm. Und der Parmesan. Also hast du es nicht du gekocht, oder? Hm? Hä? Hm? Oh. Das haben wir gemeinsam gekocht, ne? Also nachmachen. Guck mal. Nachmachen. Also ich bin begeistert. Ich habe es zwar auch erwartet, dass wir das so gut hinbekommen, aber ein richtig guter Tipp. Ein tolles Rezept. Und liebe Freunde, gerne ein Abo dalassen. Wenn ihr weiter informiert werden wollt und das Wichtigste nachmachen, ausprobieren. Und dann bin ich mal gespannt, ob es euch auch schmeckt. Matthias, vielen Dank. Guten Appetit.